Wir machen jetzt eine Zeitreise und zwar in das YouTube vor 10 Jahren. Man hört ja immer wieder, dass YouTube nicht mehr das ist, was es mal war und dass es früher mal richtig, richtig toll und geil war. In diese gute alte Zeit gehen wir jetzt zurück mit einem Video, was mir von einem Moderator empfohlen wurde, von Bella Maschina. Und zwar geht es um künstliche Befruchtung slash Leihmutterschaft. Und der Top-Kommentar ist: Herr, lass Hirn Das regnen. ist Empowerment. Das ist Empowerment. Empowerment vor 10 Jahren. Also das war hier 2014. Also ist sogar ein paar Monate noch mehr, also über 10 Jahre alt. Gucken wir mal in diese Zeitkapsel hinein, was damals für ein großartiger Content auf YouTube unterwegs war. Man sieht schon direkt auch an der Kameraqualität und am Style, dass das schon ein bisschen älter ist. Ich bin gespannt. So, meine Lieben, heute werde ich mit euch ein Thema teilen, was mich so neulich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Und zwar eine Freundin. Okay, also direkt erstmal eine Frage an den, der mir das geschickt hat. Der ist auch gerade im Chat. Ist das eine Rolle? Also diese Person ist nicht echt, oder? Es ist sowas wie, es gab doch diese JJ Jackpot oder so. Das, oder es soll Comedy sein, oder? Es soll so sein wie bei Cindy aus Marzahn oder Buddy Ogün oder so. Jemand, der so ein bisschen übertreibt und eine Rolle Das spielt, Logo oder? sieht aus wie beim alten Ein bisschen. Frauenrock-Logo. Das ist die Ex von Chan Brock und die ist wirklich so. Verarsch mich doch nicht. Nein. Hä, das ist ein Troll, oder? Die ist nicht wirklich so. Freundin von mir, die auch gläubig ist, die hat sich vor einem Jahr künstlich befruchten lassen und Künstlich befruchten. Aber hier steht's richtig im Titel, ne? Also da ist kein Ü, aber vielleicht hat sie auch das Ü nicht gefunden und einfach das U gedrückt. Ich habe, Leute, heute vor einem Jahr mein Kind abgetrieben, weil es sein musste. Ich habe irgendwie. So ganz casual nebenbei. Ja, ich habe neulich mal abgetrieben, weil halt musste, ne? Also jetzt zu was anderem. Er musste halt, ne? Einige Sachen gemacht. Ja, ich wollte halt ein bisschen noch feiern in den Club und der hat einfach genervt, ne? Vor allem war der Bauch so ein bisschen dicker, fand ich doof, habe ich das halt, musste ich halt machen. Was man als Schwangere nicht so tun sollte. Und aus dem Grund habe ich eine Fehlgeburt gehabt. Das ist ein ganz anderes Thema, was jetzt nicht dazu gehört. Aber ich Okay. habe heute daran so gedacht. Aber danke Und für auch die besonders an Info. meine Freundin musste ich heute daran denken, Leute, weil sie nämlich eine gläubige Christin nicht schwanger sein konnte. Und laut der Bibel. Was? Weil sie als. Hä? Aber gläubige Christen können ja eher nicht abtreiben. Also Schwangerschaft. Hä? Okay, also wir sind halt erst eine halbe Minute drin, ne? Das ist schon mal ein guter Einstieg. Jo Leute, heute geht's um ein Thema. Ich habe übrigens abgetrieben und sie so musste halt, ne? Naja, und eine Freundin von mir. Okay, also all over the place. Okay? Bibel heißt es irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, wenn In eine. der Bibel heißt es, man darf nicht schwanger werden. In der Bibel haben die gesagt, christlichen Frauen ist es verboten, schwanger zu werden. Ihr dürft keine Kinder kriegen. Ihr müsst alle Welchen aussterben. Namen würdest du keinem Kind geben? Bei Jungs Finn, Ferdinand und Hagen. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Namen, die ich keinem Kind geben würde. Adolf zum Beispiel. So würde ich meinen Sohn nicht nennen. Ich glaube, Ronny würde ich auch nicht machen. Ich bin ja ein Westdeutscher. Eine schwangere Frau, also eine Frau, die nicht schwanger werden kann, soll sich freuen. Das ist eine. Also die Namen, die du jetzt genannt hast, ne, diese drei Namen. Also Finn, Ferdinand und Hergen finde ich alle schon mal für ein Kind zumutbarer als Adolf. Deswegen, also sagt ja viel über dich aus, ne? Wie du das Kind nicht nennen würdest. Also ich würde ja lieber Finn heißen als Adolf, aber ist so you do you, ne? Große Freude für sie soll es sein. Sie soll jubeln dabei. Aber dann habe ich mich gefragt, Leute, was ist eigentlich mit Männern, die nicht Babys bekommen können? Ja, schlecht gealtert, oder? Ganz schlecht gealterter Beitrag. Oh. Ey, wenn das gefunden wird, ne, du wirst nachträglich gecancelt, weil die können das nämlich sehr wohl. Männer können natürlich schwanger werden. Hä, was ist das denn für eine dumme Aussage? Irgendwie. Sowas wie ein Fluch oder sowas ähnliches mit. Bro, Mein Opa was? hieß aber Adolf. Was hast gegen ihn? Nichts, ne, bestimmt ein netter Typ, ne? Aber also ich kann mir denken, wann der geboren wurde. So, warte, ich muss noch mal zurückspulen, weil ich bin nicht ganz mitgekommen, was da jetzt gerade Ich passiert. mich gefragt, Leute, was ist eigentlich mit Männern, die Was ist mit nicht Männern? Babys bekommen können? Irgendwie.
sowas wie ein Fluch oder sowas ähnliches mit dem Sperm anlegen. Und ich möchte euch aus dem Grund heute... Was? Aber also sie weiß schon, warum sie schwanger wird, oder? Also sie weiß schon irgendwie, was passiert, bevor man schwanger wird und warum denn die Männer nicht schwanger werden, sondern die Frauen. Und ne, also weiß sie das oder ist es so, wir Frauen werden manchmal einfach schwanger. Ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. Manchmal wächst halt unser Bauch und dann kommt, also wir verdoppeln uns manchmal einfach. Das passiert halt irgendwie oder was? Heute, weil es mich so nachdenklich gemacht hat und auch ein bisschen traurig, dieses Thema mit euch teilen. Es ist ja, aber wir können schwanger werden. Dafür haben wir ja den Sack. Da entsteht das Baby. Wir Männer, wir werden auch einmal im Jahr schwanger. Wir treiben das halt öfter ab, indem wir zum Beispiel Extremsport machen und dann so beim Skaten halt mit den Eiern auf so eine Stange aufkommen oder so. Das tut dann einmal dolle weh, aber dann ist es halt auch erstmal wieder gut. Aber die Eier, das sind kleine Babys. Die werden immer größer und dann, also die Männergeburten, die sind ein bisschen kleiner. Ne, die müssen ja durch den Penis durchpassen. Aber die Eier, die wandern einmal durch die Harnröhre durch, blub, ne? Und dann kommen da so kleine Ärmchen und Beinchen raus und das werden dann Männer. Also Frauen entstehen aus Frauen und Männer aus Frauen. Wir sind alle mal ein Hoden gewesen jeweils. Ihr wart halt eine Gebärmutter. Sehr interessant, Leute. Und man sieht das immer wieder ins Fernsehen, dass immer viele Menschen sich heutzutage künstlich befruchten lassen. Ja. Und ich würde meine... Ja, Kühe zum Beispiel, ne? Die machen das manchmal. Meinung nach... Na sowas. Oh Mist, ich habe seit Jahren keinen Extremsport gemacht und bin nicht auf den Sack gefallen. Ja, aufpassen, morgen kommt's, ne? Wenn du morgen irgendwie ein bisschen Schmerzen hast im Cock oder so, kann es sein, dass dein kleiner Mann rauskommt. Ich nicht voll besperren lassen von irgendeinem Mann, den ich überhaupt nicht kenne oder einfach so nur, um ein Kind zu bekommen. Bitte was? Bruder, das ist Satire, das ist doch nicht echt. Du willst mich doch verarschen, das ist doch eine Kunstfigur. Never ist jemand so. Ich treibe immer mal über 100 potenzielle Kinder ab, während ich mir bestimmte Filme angucke. Die gibt's immer noch. Die hat vor 2 Wochen noch was hochgeladen. Belly Dance before Swimming R&B Orchestral Dance. Ich weiß nicht. Ihr Freund beobachtet heimlich meine Brüste in Klammern Bella Maschina. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Was ist das für ein Kanal? Hä? Alter, das ist ja richtig seltsam. Also, wenn das nur ein Joke ist, dann ziehst du das ja auch nicht seit 13 Jahren durch, ne? Okay, also die ist echt so drauf. Und die lässt sich nicht einfach künstlich befruchten von irgendeinem Mann, den sie gar nicht kennt, ne? Weil warum auch? Kann ja auch von einem, den sie kennt. Ich kenne viele, die sowas Ähnliches gemacht haben. Ja, aber 13 Jahre lang? So dedicated? Ich weiß nicht. Denn diese Sperma, Leute, man nennt auch sowas Liebessaft. Und aha, so einen Liebessaft würde ich ungern in meine Fotze, in meine Muschel, sage ich jetzt mal, einfach so... Sag ich jetzt mal, okay. ...grundlos reinlassen. Auch nicht, um ein Baby zu haben. Leute, das ist ein Segen. Und wenn halt etwas nicht geht, dann läuft es nicht. Aber ich möchte euch mehr heute mit dieses Video helfen. Ich habe mich ein bisschen informiert, auch über das Internet, was so eine künstliche Befruchtung kostet. Okay, let's go. Und ob man überhaupt sofort bei einer künstlichen Befruchtung schwanger wird. Und ich glaube 3 Euro oder so. Krass, Bruder, fühle ich nicht so. Ja doch, ich finde das gut. Mehr Abtreibung, Leute. Also wenn ich die so sehe, bitte treib öfter ab. Genau so abläuft, werde ich euch jetzt mal so einiges vorlesen. Ich finde das sehr interessant, was ich heute so alles im Internet gelesen habe, Leute. Ja, sehr interessant, also, Leute. Also diese künstliche Befruchtungsseite, was ich heute gefunden habe, steht zum Beispiel: Die Kosten einer künstlichen Befruchtung bewegen sich in den Fällen im Bereich von mindestens 2000. Alter, das YouTube-Gold. Guck dir mal Nikocado Avocado an. Nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, der ist noch ein bisschen intelligenter als sie. Hat sie Internet ausgedruckt? Nee, sie hat einen Laptop. 1000 Euro pro Versuch. Da jedoch nicht jeder Versuch zum gewünschten erfolgt,
Ey, das ist ja wie Glücksspiel, ne? Da gehst du hin, 1000 Euro und dann kommt das Baby gar nicht. Was? Also, eine Schwangerschaft führt, kostet das Schwangerwerden oft deutlich mehr. Ja, man kann auch einfach in die Disco gehen, das ist gar nicht so teuer, das kann man auch machen. Die sich dafür clever entscheiden, ne, müssen also mit hohen Kosten als Eigenanteil rechnen. Was ist denn Eigenanteil? Okay. Also ich verstehe nicht so gut Deutsch, aber was ich verstanden habe, ist, dass ich total gemein finde, Leute, für so einen Preis, 2000 Euro, wobei man sich schöne, sexy, erotische Titten kaufen kann und 100% was? Man sie sofort bei erster OP bekommen kann, ist das... Ja, außer wenn die halt in die OP schief läuft, dann auch Eigenanteil und Pech gehabt, ne? Eine künstliche Befruchtung nicht hundertprozentig sicher, das ist ganz schön gemein, Leute. Ganz schön gemein, Leute. Ihr könnt halt überlegen. Titten kriegen oder Baby kriegen. Ne? Muss man sich vielleicht mal entscheiden. Also, es liegt da für mich irgendwie nicht so ein Segen auf. Ich habe mehr als 10 Jahre in der Disco gearbeitet. Bin nie schwanger geworden und ich wäre dem nicht abgeneigt, XD. Vielleicht bist du ein Mann. Auch jetzt so, wenn ich selbst Geld hätte und so eine ganz reiche Frau wäre und ich ein Baby... Also wenn du richtig reich wärst, dann könntest du auch Kind und Titten nehmen. Cinecast nimmt die Titten. Würde ich also an deiner Stelle auch machen. Und hätte, weil mein Mann zum Beispiel keine Babys bekommen kann. Das bedeutet für mich irgendwie, Leute, dass ich mir doch... Na sowas. Die Brustvergrößerungs-OP feministisch und Empowerment... Ja, natürlich. Mach das. Ist voll gut. Das ist... Also dann ist man ja mehr Frau, ne? Weil man halt mehr, also man hat mehr Masse und dann ist man quasi mächtiger und dann ist deswegen ist es Empowerment. Man hat dann schon mehr Power, man kann damit ja auch vielleicht irgendwelche Vorzüge bekommen, die man sonst nicht bekommt. Deswegen empowert man sich ja, weil man halt mehr Power hat danach. Doch nicht alles mit Geld leisten kann oder bekommen kann, wie ich es wohl denke. Und genau auf die... Na, sowas. Hast mal wieder was von Susi Greim gehört? Ja, das ist sie gerade. Das ist ein neues Video von ihr. Sie hat irgendwie bei YouTube geschafft, den Zeitstempel zu ändern. Sie hat sich halt so ein bisschen verkleidet und einem YouTube-Mitarbeiter gesagt, kannst du da vielleicht 10 Jahre runterziehen? Das ist das neue Video von ihr. Um zu kommen, Leute, 2000 Euro sind vielleicht für manche Menschen nicht viel, aber ich finde das gemein. Na, sowas. Mit mehr Masse wird man mehr Frau. Also, mehr essen? Kann man auch machen, ja. Ob das Kaya Jana ist. Aha, guter Guess. Ein Segen wieder da, wie man sieht, weil es immer wieder ein Versuch des Prozentspiels wieder im Spiel ist. Das bedeutet... Ein Versuch des Prozentspiels wieder im Spiel. Ja, Herbe. Also bei Brüsten war es sich sicher, dass man die direkt hat. Auf jeden Fall. Da kann nichts schief gehen, oder was? Also das... Bei Brüsten so, die kriegst du auf jeden Fall und die werden auf jeden Fall immer gut. Bei Kind weiß man nicht. Ja, aber du, also ich glaube, du würdest das auch hinbekommen, dass das auch ohne künstlich, ne, und ohne 1000 Euro, dass einer auch so macht. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber also ich finde es auch okay, wenn manche Leute keine Kinder haben. Es ist zwar jetzt ein Mensch, Ärzte da im Spiel und auch ganz viel Geld, aber jetzt herrscht wieder Gott im Spiel. Er wird also wieder... Was? Wieder immer noch entscheiden. Guck mal, sie ist auch gläubig, ne? Sie hat ja extra hier so ein Kreuz umgehängt. Jetzt ist Gott wieder im Spiel. Also du gehst zum Arzt und machst künstliche Befruchtung und Gott entscheidet dann, ob aus den Früchtchen was wird oder nicht, ne? Okay. Ob die Frau, sogar wenn das künstlich Befruchtung, also Sperma von irgendeinem gesunden Mann da draußen, den man gar nicht kennt, Fremden in Muscheln... Aber bei Gott weiß man ja auch, der kann ja auch ohne... Also Maria musste sich ja auch nicht künstlich befruchten, sondern Gott hat einfach reingemacht. Gott wollte halt und dann hat Gott gesagt, okay, du kriegst jetzt. Ne, das könnte er bei dir ja auch machen. Wenn du den neuen Jesus gebierst, dann kann ja Gott einfach sagen, hier, Bella Maschina, die ist gut geeignet, let's go. Rein hat, wird man immer noch wieder nicht hundertprozentig sicher schwanger. Dumm. Das finde ich gemein, Leute. Warum? 2000 Euro gemein. Sind erstmal nicht wenig Geld. Zweitens. Also ich finde ja auch, man sollte für 2000 sollte man da eine Flatrate dann kriegen. So oft versuchen, bis es dann auch wirklich klappt. Ne? Also man sollte dann immer wiederkommen dürfen und sagen, hat wieder nicht geklappt. Vielleicht habe ich es doch abgetrieben, weil musste ich halt. Aber ich möchte jetzt bitte nochmal. Bitte umsonst. Ne?
Wenn ich das schon zahle zum ersten Mal, dann bitte möchte ich das sofort haben. Meine Güte, wie viele Sperma von einem Mann muss ich denn noch reinhaben, damit ich schwanger werden kann? Das ist ja schlimmer als eine Prostituierte. Ich meine, eine Prostituierte bekommt ja Geld dafür. Und was mache ich? Und du bezahlst Geld. Sehr unfair. Richtig unfair, ich okay. Ich verspiele mein Geld einfach so in die Luft raus für irgendeine Fragezeichen, was nicht mal 100... Für irgendeine Fragezeichen. Okay, habe verstanden. ...prozentig sicher ist. Hallo? In welcher Welt... Hallo? Nicht die Anzahl Menschen ist ein Faktor, sondern die Verteilung der Ressourcen. Ja. Es gibt genug für alle. Zudem gab es schon immer Prognosen von schlauen Menschen, die einen Untergang prophezeit haben. Es hat sich gezeigt, dass die Menschheit das immer handeln konnte. Geburtenrate sind rückläufig. Na sowas. Warst du jemals wirklich gläubig? Nö. Ich musste für meine ganze Schulzeit zum Religionsunterricht und ich habe auch, das ja. nie geglaubt, war aber auch dafür einfaches Fach immer Zweier bekommen. Jetzt endlich in der Berufsschule mal Ethik nach 18 Jahren. Ich hatte ganz selten, hatte ich mal Ethik oder Werte und Normen oder sowas. Meistens hatte ich Religion, aber ich habe da immer Musik gehört und dann am Ende trotzdem eine 2 gekriegt. War eigentlich auch ganz okay, aber ich hätte lieber was anderes gemacht. Ja, aber es auf jeden Fall, 8 Milliarden sind schon viele, ne? Und vielleicht, selbst wenn man mit 10 Milliarden noch klarkäme, mit 5 auch. Ich finde, es sind vielleicht zu viele Menschen und eine Verteilungsfrage. Also verteilen ist ja einfacher, wenn du weniger zur Auswahl hast. Das geht dann ja schon ein bisschen easier. Und ich fände es auch okay, wenn ein bisschen mehr Platz für Tiere ist. Also selbst wenn man sagt, auf der Erde wäre ja tendenziell noch Fläche, wo man Häuser hinmachen kann. Man kann auch manche Flächen auch einfach mal leer lassen und sagen, da ist jetzt halt Naturschutzgebiet, da baut halt gar keiner irgendein Haus. Da ist, kann auch riesengroß sein. Man kann auch mal einfach riesige Ländereien einfach sagen, hier baut gar keiner. Hier sind Tiere. Religion ist ja auch das Fach in Deutschland, das verpflichtend gelehrt werden muss. Völlig alles dumm. Alles andere ist halt optional. Ja, das ist dumm. Das kann man auch weglassen. Religion gehört raus. Privates Hobby. Weder in die Schule noch in den Staat soll gar nicht da irgendwas zu sagen haben. Der Dinge, worüber sich Leute Sorgen machen, passieren nicht. Also einfach besoffen fahren, kommt eh kein Unfall. Ja, habe ich auch gehört. Ihr könnt einfach weiter rauchen und so, das passiert eh nicht. Leben wir eigentlich? Ja, in welcher? In welcher? In Deutschland. Eine Welt, wo man denkt, Geld hat die Macht. Hat's auch, ja. Die ganze Welt, klar. Hat's auch, ja. Hat Geld nun wirklich die Macht hier, ja. Leute? Was meint ihr? Also mein ja, meine ich, ja. Meiner Meinung nach nicht. Warum? Warum nicht, hä? Wie man sehen kann, hier haben wir jetzt gerade gelesen, nicht das Geld zählt oder die Sperma, sondern wieder ist das eine Frage vom Herrn, ob er das wirklich will. Bullshit. Sie hat eben noch gesagt, 2000 Euro ist viel Geld. Ja, aber wenn du sehr viel Geld hast, dann halt nicht mehr. Das ist ja der Spaß an der Sache. Wenn du 2 Millionen hast, sind 2000 halt nicht mehr viel. Dann ist wer ist das und warum passiert mach ruhig nochmal. Ich bin an der Stelle schon immer froh gewesen, von der ersten Klasse an Ethik als Fach gehabt zu haben. Hab immer eine 1 gehabt. Alles andere wäre halt auf Vollgrinch gewesen und so. Dumm, ja. Danke Grimjo, danke Toastmark. Leute, die sagen, Geld ist nicht das Wichtigste, müssen mehr Steine in die Fresse geworfen. Okay. Okay. Well, that escalated quickly. Dass du schwanger wärst. So, zum Letzten, was ich euch jetzt zeigen werde, war ich sogar auf der Straße für euch und was Männer so einige darüber denken, oh, geil. Fand ich sehr interessant. Geil, gibt's. Oh, Straßenumfrage, Hammer. Denn die würden niemals, Leute, ihre Sperma für gar kein Geld auf der Welt abgeben. Hä? Oder ein Junge hat sogar gesagt, Leute, dass er... Hä? Wie, aber es gibt doch Samenbanken. Gibt's doch einige, die machen das. Was? Ja, seine Frau, die er total liebt, nicht erlauben würde, irgendwelche fremden Spermien in ihre Fatze reinzukommen. Okay. Fand ich auch sehr interessant. Fand ich auch sehr interessant. Alter, was... Alter, Jorgo, was schickst du mir für Sachen? Oh, jetzt hab... Na sowas. Wenn das Susi ist, warum macht die denn Blackface? Sie ist auch halb Afrikanerin. Mit dem Unterschied, dass man ihr das nicht ansieht, weil sie weiß ist. Der sieht auch aus wie ein guter Gesprächspartner zu dem Thema. Ich glaube, der hat viele kluge Dinge zu sagen. Hab ich hier in Serbien. Ob das Skoros ist. ich habe nicht gelacht. Bitte nicht anzeigen. Heute einen gefunden, der auch Deutsch kann. Jetzt kann ich aber ich habe heute einen gefunden, der auch Deutsch kann. Okay. Geld für Sperma ist doch geil. Mit mehr Motivation würde ich der Sache auch nachgehen.
Straßeninterview in Deutschland. Ich habe heute einen gefunden, der Deutsch kann. Okay. Im Gegensatz zu den ganzen Bros, die da hinten stehen, oder was? Hä, die haben nur eine Ausrede gesucht, damit sie das nicht machen müssen. Die gesagt, hallo, habt ihr Zeit für eine YouTube-Interview? Und die alle, nur alle Mann. Ne? Die ist in Serbien, deswegen. Ach so. Ah, okay. Ich dachte schon, das hinten sind einfach die Bros, die halt irgendwie sagen, keine. Hat sie eben gesagt, dann habe ich das überhört. Okay, na gut. Darf ich fragen, wie du heißt? Joshua, weißt du, was der Name bedeutet? Keine Ahnung. Na sowas, keine Ahnung. Ich kann noch kein Deutsch im Pimp halt. Ja, sie ist gerade in Frankfurt im Jugendzentrum und alle sagen, verpiss dich, nee, red nicht mit mir. Auf Hebräisch, glaube ich, oder so. Joshua, das ist Bakshi. Joshua, was heißt der Name? Keine Ahnung. Sieht aus wie jemand aus meiner alten Klasse. Ja, vielleicht ist er das ja. Doch, auf jeden Fall Jesus. So, ich möchte Jesus. Dich heute fragen, erstmal, wie alt bist du? Ich bin 19. 19, okay, jung. Alter, mit 19 ist er schon so voll tätowiert. Das, aber Commitment, ne? Kannst du dir vorstellen, wenn du eine Frau hättest, zum Beispiel von deiner Sperma nicht schwanger sein kann, kannst du dir vorstellen, dass du ihr erlaubst, dass sie vom fremden Mann künstlich befruchtet wird? Oder würdest du selber deine Sperma so abgeben, damit eine Frau von dir künstlich befruchten werden kann? Also erstmal, ich bin ganz ehrlich, also Spermien von anderen Mann kommt gar nicht in Frage, ne? Dann können wir reden über Abitur. Okay. Qualitatives Interview. Also ich bin ganz ehrlich, ne. So, wenn die Kinder adoptieren, dafür gibt es das heutzutage, ne? Also adoptieren, aber... Ganz genau, aber selber auch Spermien jemandem hier zu geben, das kommt mir auch nicht in Frage, weil... Warum nicht? Kommt mir auch nicht in Frage, ne. Später mal im... Dankeschön, dass ihr das nicht macht. Dem habe ich selber... Na sowas. Philosophie einfach. Ja, es ist halt wirklich. Es ist halt wirklich Sternstunde Philosophie heute mit dem Philosophen Joshua. Und heute reden wir über künstliche Früchte. Wie findest du? Na, oh, ganz ehrlich, ne. Ich weiß nicht mal, wo ich meine Kinder dann habe. Habe ich von anderen Frauenkindern, die ich selber nicht mehr so kenne, weißt du? Und das weiß wird mal allgemein, denke ich. Also, ich bin ganz ehrlich, die VBT-Runden früher haben auch so ausgesehen. Ne? Also, schwenkt die Kamera ein bisschen nach rechts. VBT 2008 oder so. Mal so von mir aus nicht machen. Deswegen, also adoptieren würdest du eher sagen, aber nicht künstlich befruchten lassen. Ja, ganz genau. Und würdest du denn selber deine Sperma so abgeben für eine Frau, die nicht schwanger sein kann? Für Geld? Ja. Nee. 10.000? 5.000? 10.000? Nee, 5.000? Okay. Ja, Zahlen kennt sie sich mit aus. Okay. Vielen Dank, Joshua. Gottes Segen nochmal. Ja. Inzwischen ist er einfach Samenspender. Hey, ja. So, vielleicht. Warum wurde dir das geschickt? Was will er damit sagen? Ich verstehe es nicht. Jorgo hat gesagt, es ist Zeitkapsel und er findet die lustig. Man kann die ja mal angucken. Ja, ich würde, glaube ich, ich würde auch nicht. Nee. Wer weiß, wer das dann kriegt. Die vielleicht oder so. Das könnte ich nicht übers Herz bringen. Das war Joshua mit dem Stunt, ja. Ein Mann, der auch schon ein Baby hat. Ich frage ihn, ob er eine fremde Frau sowas machen würde, sein Liebessaft einer fremde Frau geben würde. Bilo koja žena, znači tu ga sada, koji ne poznate, da li bi vi, i da nemate dete, ali sad kako imate, geil. Da li biste vi da... Ja, richtig gut geschnitten auch, ne? Hättest ja auch, ich weiß nicht, Untertitel ist vielleicht zu schwierig, aber dann sagen, ich habe ihm das gerade, ich verstehe nur Serbisch, ich auch. Kann er sagen, ich habe ihm das gerade auf Serbisch gefragt, ich übersetze euch mal oder so. Aber okay, ja, für Transparenz, ne? Dass wir auch wissen, dass sie das wirklich gefragt hat. Da, možda da ostane truna, ali za pare. Pa ne bi, možda bi besplatno, ali ne bi krenuto. A zašto? Pa ne. Trenutno ne bi baš to uradio i tako. Ima drugih ljudi koji to hoće. Ja, das ist Joshua 5 Jahre später, richtig? Okay, die künstliche Befruchtung seiner Frau. Hä, was? Okay, du übersetzt es jetzt zu Hause, oder erlauben, was? Erlauben finde ich sehr mutig und sehr stark. Und zwar, weil sie sich ermutigen wollen lassen. Sind sehr traurig. Das ist schon philosophisch gerade. Man merkt doch, man sieht, sie denkt gerade nach, oder? Man sieht so, das ist gerade das Denkergesicht.
Sie sind sehr demütigt, weil sie keine Baby. Na sowas. Von IQ-Punkte her perfekte Partnerin für Meppo. Tatsächlich, ja. Das bekommen können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, Leute, bei einer künstlichen Befruchtung, wenn ich ein Mann wäre, dass meine Frau irgendwelche fremden Sperma drin hat, dass mich das auch eifersüchtig machen würde, klar. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Zum Schluss. Schlauste Frankfurterin, halt wirklich, ne? Jetzt möchte ich das Video beenden, Leute. Ich möchte euch sagen, werft euer Geld bitte nicht umsonst raus. Ah, okay. Ja, dann lasse ich das. Ich hatte schon einen Termin für 2000 Euro mir das reinmachen lassen, aber wenn ich das als Mann noch gar nicht machen kann, dann lasse ich, ne? Dann danke für den Hinweis. Die hat mich echt gerettet. Ich möchte euch an die Abraham-Geschichte erinnern, denn Sarah war sehr alt, konnte keine Babys haben. Ob jetzt nun heute bei uns Menschen dieses Problem bei einer Frau oder bei einem Mann mit Sperma liegt, möchte ich euch sagen, lasst euer Geld bitte nicht an irgendwelchen... Alter, YouTube war so viel geiler damals, oder? Jetzt alles so mit den ganzen Schnitten und guten Kameras und so, naja, und Endcards. War schon cooler damals. Ärzten raus verscheuern, sondern betet einfach um einen Segen. Denn wie wir hier gelesen einfach beten, haben, Leute. Oh. 2000 Euro beim ersten Versuch ist nicht sicher. Das bedeutet, du musst schon ein paar Tausend bis zu 10.000 Euro, 20.000 für ein Kind. Daumen hoch bitte, machen wir, komm. Let's go. Warum sagen so viele Leute, die aus dem Balkan stammen, sie sind nicht weiß? Meine Eltern sind beide aus Jugoslawien und ich besuche oft meine Verwandten in Kroatien und Bosnien und spreche auch die Sprache. Trotzdem bin ich weiß und würde nicht nie als BOC beschreiben. Übelst wird von Kirchho damals. Wie damals? Das war letzte Woche, oder? Ja, das ist halt die Frage, weil es wird ja diskutiert, als was man schwarz und weiß oder POC und weiß versteht. Also ich würde das auch eher so sehen, gut, also einen ganz doll schwarzen siehst du an und denkst auf den ersten Blick, okay, ne? Oder einen weißen, dann gibt es halt eine Menge dazwischen. Also du hast ja noch was zwischen dem blonden Norweger und dem dunkelschwarzen aus dem Kongo oder sowas. Ne? Und wenn du jetzt so diese Balkan oder Südeuropa Menschen hast oder so, dann siehst du es halt nicht genau. Ne? Das ist halt schwer, da eine Linie zu ziehen. Es ist schwer, irgendwie generell Menschen nur in Schwarz und Weiß zu sortieren. Ich bin glücklich, dass ich nicht Amerikaner bin. Danke, Toastmark. Also es ist schwierig, einfach alle Menschen zu nehmen, die du so hast, und irgendwo deine Linie zu ziehen und sagen, alles darüber ist eine Richtung und alles darunter ist eine andere Richtung. Das heißt, dieses ganze Konzept ist halt schwierig. Das funktioniert gar nicht. Weil, ja, natürlich gibt es gewisse Phänotypen und natürlich gibt es auch Rassismus, dass du mit einem bestimmten Phänotyp bestimmte Behandlungen bekommst, dass du da irgendwie beleidigt wirst oder dass du vielleicht irgendwelche Nachteile bekommst, jemand vertraut dir vielleicht nicht oder irgendwie so etwas. Das gibt's alles, ne? Und Vorurteile. Ich habe Kirchho das auch gefragt. Ich weiß nicht, ob ich seine DM einfach vorlesen darf. Ich habe dem eine Discord-DM geschrieben und dem gefragt, warum glaubst du eigentlich, dass du ein POC bist und warum bist du kein Weißer? Und dann, ich kann es ja so grob zusammenfassen, hat er jedenfalls gesagt, dass er, ich glaube Bulgare ist er, ne? Dass er wegen seines Namens oder seiner Sprache diskriminiert wurde manchmal. Also er scheint auch irgendwie noch eine weitere Sprache, er spricht halt akzentfrei Deutsch, deswegen dachte ich, er ist in Deutschland geboren, aber anscheinend kann er auch Bulgarisch. Und meinte, dafür wurde er irgendwie gehänselt oder geärgert. Ne, gibt's auch. Ich habe dann auch noch geantwortet und gesagt, ja, natürlich glaube ich dir, dass das passiert. Aber wenn jetzt irgendwie man sich über die Sprache von Franzosen lustig macht oder über deren Namen oder sowas, dann sind die ja nicht schwarz dadurch. Ne? Also wenn ich sage, ohoho, Jacques Baguette, so, dann ist es halt, das ist halt gemein. Und ich ärgere den damit, aber das sind, ne, habe ich gesagt, das sind ja trotzdem zwei Weiße, die sich dann da streiten. Ne, also wenn sich jetzt, oder wenn ich mich über Engländer lustig mache oder sowas. Engländer sind ja auch so mit die weißesten Leute, die es gibt, also eigentlich nach allen Kategorien oder selbst wenn man da nach Machthierarchie oder so geht. Ich meine, die haben die ganze Welt kolonialisiert, Franzosen und Engländer. Und wenn ich mich jetzt über die lustig mache oder sowas, ne, dann, ja, dann sind die ja trotzdem andere Weiße am ehesten.
Aber ja, was dieses ganze Balkan-Ding angeht, ist es, glaube ich, manche sagen so, manche sagen so. Dann gab es noch diesen Begriff des White Passing. Heißt, wenn Kürtschow irgendwo in einen Club geht oder so, dann zeigen nicht die Leute direkt auf ihn und sagen, guck mal, ein Ausländer, weil ne, der sieht halt aus wie die anderen Deutschen. Aber wenn er dann anfängt, Bulgarisch zu reden oder seinen Namen zu nennen, dann sagen vielleicht Leute, woher kommt denn das oder so. Ne? Oder vielleicht schreibt er mal eine Bewerbung und die schmeißen die weg, weil sie sagen, eigentlich mit so einem Namen die nicht oder sowas. Ne? Nur von Amerika aber, kopiert und beschreibt ja. Heute eher die Kultur. Ja, ja, das hat er aber auch so gesagt. Also das weiß der schon. Ist natürlich so. Also es kann in Deutschland ja auch sein, dass du mit einem Namen wie Schneider oder so vielleicht eher eine Bewerbung durchbekommst, ob für Wohnung oder Job, als wenn du irgendwie Wischnewski heißt oder sowas. Ob diese Leute dadurch dann keine Weißen mehr sind, weiß ja nicht. Ne? Also es ist ja nochmal irgendwie so in Abstufungen. Also ich glaube nicht, dass Kürtschow mit dem N-Wort konfrontiert wird. Ja, aber ich glaube, das ist ihm auch bewusst. Aber deswegen gibt es ja dann noch irgendwie die Unterscheidung zwischen BIPOC und nur POC, dass er, ne, er sagt nicht, dass er black ist, aber er ist Person of Color, das ist dann irgendwie was dazwischen. Also ich auch hier in Deutschland kann es ja sein, dass du, wenn du Türke bist, angegriffen oder rassistisch diskriminiert wirst. Aber das sind ja, also so dunkel sind die ja jetzt auch nicht. Ne? Mir ist Kürtschow durch das Schuljoker ein bisschen sympathischer geworden. Die auch? Ich weiß nicht, ob nur dadurch, aber generell, die haben mich ja früher alle gebannt gehabt. Ich glaube, Kürtschow sogar nicht mal, aber der hat halt früher, hat er halt wahnsinnig viel immer auf Erwin und auf Sinan eingedroschen und so. Und inzwischen ist er ein bisschen gelassener, habe ich das Gefühl. Die Themen sind ein bisschen weiter gefächert. Ein bisschen gesprächsbereiter kommt es mir vor. Ich finde auch, also die anderen beiden Walkers, die Lulu Boys, tun ihm, glaube ich, ganz gut. Also Feldi und Mango sind ja auch ganz, ganz coole Leute eigentlich. Die haben sich, glaube ich, alle so ein bisschen gefangen, einfach dadurch, dass diese Bubble explodiert ist. Ich glaube, die waren früher war das zu geschlossen und die waren zu erfolgreich alle damit, dass man ist halt diese Bubble und man kämpft irgendwie in eine Richtung. Und jetzt, seit sich da ein paar zerstritten haben, sind, glaube ich, ein paar von denen auch ein bisschen mutiger, ihren eigenen Weg zu finden und nicht einfach den Weg von einem anderen hinterher zu gehen. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Also früher ist ein, zwei Jahre her, aber na gut. Egal, lass mal hier weiter über die künstlichen Früchte reden. Ich will was lernen. Also ich habe mich hier auch für die wichtige Aufklärungsarbeit bedankt. So macht man das halt, ne? Guck mal, was mir hier vorgeschlagen wird, Vitality. Geil, das hören wir uns, glaube ich, gleich noch ein bisschen an. Das ist aber sehr passend, dass ich gerade gesagt habe, hier VBT-Routen von damals, Vitality, sehr passend. Was sicher ist, jetzt komme ich für euch auf meine Freundin zurück, Leute, die Christin ist und künstliche Befruchtung gemacht hat. Das ist gestorben. Stellt euch das vor, so viel Geld. Also du hast eine Totgeburt und sagst, oh nein, das war aber auch noch eine teure Totgeburt. Also es war nicht Bumsen und dann ist es gestorben, sondern das war sogar mit Kaufen und dann stirbt es. Sie ist schwanger. Das Baby wächst ein paar Monate und dann tot. Alter, was? Was war das denn? Das Baby wächst ein paar Monate und dann tot. Bro, was? Hätte sie sich nicht einfach titten können, stattdessen tot. Das ist total schrecklich. Ja, es ist schrecklich, wenn ein Baby stirbt, aber noch schrecklicher, wenn das auch noch Geld gekostet hat. Alles hängt von Gott, Leute. Nicht an Geld, ja. Nicht an euch, sondern alles von Gott. Zerstört die scheiß Schublade bitte und hört auf, alles aus Amerika zu kopieren. Ja. Man kann nicht einfach alles auf Europa beziehen, so wie das mit W ist, Weiß und B.O.C. Nervt nur noch. Ja. Ja, generell vieles, auch das ganze links-rechts-liberal-autoritär-Ding. Das funktioniert ja in Amerika auch ein bisschen anders als hier. Und jetzt übernimmt man da einfach irgendwelche Dinge und die Leute sind alle völlig verwirrt. Also ja, wir sollten ein bisschen weniger Amerika werden. Ich bin auch kein Amerika-Fan. Aus diesem Grund verabschiede ich mich auch mit euch, mit Gottes Segen. Mit Gottes Segen. Und spart euer Geld lieber für was anderes als für... Ich spare mein Geld für Gott. Fremden Sperma in die Luft rauszuwerfen, fremden Sperma zu bezahlen.
Okay. Aber ach, Endcard gab es damals auch schon. Okay, cool. Aber ohne Ton. Was? Bro, was ist das? Hä? Okay. Ja, Qualitätsend. Würde Wesley seinen Samen spenden? Oder ist das eine Sünde? Ich glaube, es ist eine Sünde. Ich weiß es aber nicht. Das ist guter Content gewesen. Wenn man ihren Punkt weiterdenkt, wäre das ja eine finanzielle Vollkatastrophe, wenn das nach 12 Jahren passiert. So viel Geld investiert und dann wird das Kind nicht fertig. Die ganze Investition für die Altersvorsorge. Futsch. Na sowas. Gott segne bitte meinen Cock. Danke so, Drip Flamingo. Ich glaube in Amerika generell auch, wenn du dein Kind in die Highschool schickst oder ins College und dann ist da ein Amokläufer, ne, und das Kind wird einfach abgeknallt, bevor es arbeiten gehen kann und dann sagt man, ich habe so viel Zeit und Geld investiert in dieses Kind. Ne? Ich habe dem irgendwie Spielzeug gekauft und was für Bildung und so weiter. Ich habe so viel Geld für den ausgegeben und dann erschießt den einfach einer. Ja, das ist jetzt doof, ne, weil das war ja auch teuer. Wie viele fette Titten man sich hätte für das Geld hätte kaufen können, statt tote Babys. Schlechtes Investment, gezeichnet ihr Christian Lindner. Ich wette, Christian Lindner wäre auch dafür, dass man eher fette Titten kauft als tote Babys. Das lohnt sich auch gar nicht. Ich würde sagen, fette Titten sind nur dornige Babys. Meinung zu Project 2025? Einfach Diktatur. Diktatur? Ich habe es noch nicht genau durchgelesen. Ich habe davon gehört und Zusammenfassung, aber ich habe mich noch nicht genau reingelesen, was das ist. Ich habe mich nicht so sehr jetzt im Detail damit auseinandergesetzt, weil ich denke, Amerika ist eh irgendwie Fakt. Und die werden wahrscheinlich jetzt bald Trump bekommen und der wird da wieder eine Menge reinrandalieren und Scheiße bauen. Aber der wird ja wahrscheinlich oft auch irgendwie am Kongress scheitern und dann ist er ist ja doch kein König. Also amerikanischer Präsident ist schon mächtiger als ein deutscher Präsident oder ein deutscher Kanzler. Aber trotzdem, der kann ja auch nicht einfach alles bestimmen, sondern der muss ja das auch erstmal alles durch die Parlamente durchkriegen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der einfach einen Schalter umlegen kann und zack geht's ab, sondern ja, hat man ja an seiner Mauer gesehen. Ja, damals gesagt, wir bauen eine Mauer vor Mexiko und Mexiko bezahlt das. Und ist ja auch nicht passiert. Ne? Also deswegen weiß ich nicht, ob er das mit diesem Project jetzt so hinbekommt. Sagen, Amerika war immer ein Failed State. Ich schon sobald der Columbus da ankam. Ja, es sind schon United Failed States, oder? Ich hatte sogar mal die Idee, vielleicht eine Videoreihe zu machen und die so zu nennen, wo ich einfach ein bisschen über die rede, aber... United Failed States ist eigentlich ein guter Name, ne? Der ist mir vorher auch schon so im Kopf rumgeschwirrt. Fun Fact, ihr kennt doch vielleicht The Economist. The Economist Demokratie Index. Das ist ein bisschen witzig. Der sortiert nämlich Länder danach, wie demokratisch die sind. Und dann kriegen die so... eine Wertung, ob sie eine vollständige Demokratie sind oder eine unvollständige. Und Amerika ist tatsächlich, hier Vereinigte Staaten, ist tatsächlich eine unvollständige Demokratie. Das Land, was die Demokratie in alle anderen Länder bringt. Ne, was andere Länder demokratisieren muss. Amerika ist direkt ein Punkt über Israel. Amerika und Israel, beide unvollständige Demokratie. Fucking Portugal sogar auch. Das ist schon ein bisschen lustig. Wir sind bei Platz 12. Naja, immerhin, ne? Wir sind fast so demokratisch wie Taiwan. Aber hier, Costa Rica ist einfach und Mauritius sind einfach demokratischer als Amerika und Israel laut diesem. Man kann natürlich auch The Economist kritisieren, aber ich glaube, in Amerika wird es schon ernst genommen. Ne? Deswegen schon manchmal ein Fun Fact. Nordkorea, ach, wahrscheinlich ganz unten, oder? Oder letzter, vorletzter Platz irgendwo. Ja, hier, der drittletzter. Also Nordkorea ist nur ein bisschen demokratischer als Myanmar und Afghanistan. Nun gut. Finde deine Reaction zu seinem Track Außenseiter nicht mehr. Beantworte ich gleich. Ich mache erstmal hier dieses Video aus. Tschüss.